Hochtouren. Wir haben ihn Ende des Jahres, des letzten Jahres gestartet. Es geht darum, dass wir Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Und wir haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs immerhin über 160.000 Menschen in Arbeit gebracht. Wichtig ist dabei, auf beiden Seiten einzusetzen, bei den Geflüchteten selbst und auch bei den deutschen Unternehmen. Deshalb haben wir eine Fülle von Maßnahmen ergriffen, zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit in den Jobcentern. Ich bin sehr dankbar, dass Daniel Tarzenbach, der hinter mir steht, als Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung sich um beide Themen kümmert. Zum einen um die Umstellung in den Jobcentern. Es geht darum, Geflüchtete einzuladen und sie auch darauf hinzuweisen, dass jetzt die Zeit ist, Arbeit aufzunehmen. Und auf der anderen Seite in der deutschen Wirtschaft dafür zu werben, dass man Menschen auch einstellt, wenn sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen. Denn Deutsch lernt man nicht nur im Integrationssprachkurs, sondern vor allen Dingen während der Arbeit. Denn Arbeit ist die beste Integration. Wir haben eine Fülle von Maßnahmen, wie gesagt, ergriffen auf beiden Seiten. Dazu gehört, dass wir die ukrainischen Geflüchteten direkt angesprochen haben, auch mit einem Schreiben darauf hingewiesen haben, dass es jetzt nicht nur darum geht, den Traumjob zu finden, sondern erstmal in Arbeit zu kommen und dann auch aufsteigen zu können. Wir haben ermöglicht, dass auch berufsbegleitende Sprachkurse möglich sind und dass wir, wie gesagt, an dieser Stelle die Umstellung geschaffen haben. Auf der anderen Seite haben wir die Wirtschaft an Bord geholt. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben sich verpflichtet, mitzuwirken. Wir haben die Personalvorstände der 40 großen DAX-Unternehmen eingeladen. Und ich habe den Eindruck, das kommt jetzt gut in die Fläche. Ein wichtiger Nutzen ist, dafür zu sorgen, dass der Arbeitgeberservice der Jobcenter dadurch insgesamt besser wird. Das heißt, dass es eine klare Kundenorientierung gibt, die Menschen in Arbeit zu bringen. Und auf der anderen Seite aber Arbeitgeber jetzt auch wieder verstärkt bei den Jobcentern der Bundesagentur stellen will. Und an dieser Stelle geht mein Appell an die deutschen Unternehmen, in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels tatsächlich Stellen auch bei den Jobcentern zu melden. Denn in der Vergangenheit haben viele gesagt, dazu brauchen wir nicht die Jobcenter, die finden wir auf dem Markt. Oder vielleicht haben die Jobcenter nicht die richtigen Leute. Wir haben die richtigen Leute, wir wollen sie in Arbeit bringen. Und deshalb ist es wichtig, damit das sogenannte Matching stattfindet, jetzt auch zu melden. Der zweite Appell geht auch an die deutschen Unternehmen nach wie vor, die Erwartungen an Deutschsprachkenntnisse nicht zu hoch zu setzen. Wie gesagt, Deutsch lernt man nicht nur im Sprachkurs, sondern auch während der Arbeit. Wir ermöglichen, dass es berufsbegleitende Sprachkurse gibt. Mein Dank geht an die Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit, aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen in Ländern und Kommunen. Wir haben im November in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz von Bund und Ländern vereinbart, dass das eine gemeinsame Anstrengung sein muss, der Jobturbo. Das kann man nicht sozusagen aus dem Bund allein verordnen, sondern es muss in die Fläche. Es kommt jetzt in die Fläche und daran wirken sehr, sehr viele Menschen mit. Es finden überall jetzt Jobmessen statt. Das hier ist eine Aktionswoche, in der wir das Ganze nochmal verstärkt in die Öffentlichkeit bringen wollen. Ich bin deshalb Chancen Piesetepe als Arbeitssenatorin in Berlin sehr, sehr dankbar, dass sie das zur Chefsache in Berlin gemacht hat, mit der Wirtschaft zusammen, mit der Bundesagentur, mit den Jobcentern, mit den Kammern. Aber ich bin auch anderen Ministerinnen und Ministern sehr dankbar, übrigens parteiübergreifend. Ich werde in der kommenden Woche in Nordrhein-Westfalen sein, mit meinem Kollegen Karl-Josef Laumann zusammen, um den Jobturbo, wie gesagt, voranzutreiben. Und Damen und Herren, Arbeit ist die beste Integration. Und ganz klar, es ist auch eine Frage der Akzeptanz in unserer Gesellschaft in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels, Menschen in Arbeit zu bringen. Und eins ist mir in diesem Zusammenhang wichtig. Wir dürfen dabei keine ideologischen Debatten führen über abstrakte Konzepte. Die einen, die sagen, wir müssen möglichst lange in Integrationskursen sein, die anderen sagen sofort in Arbeit, sondern es geht hier um pragmatischen Ansatz. Und wir haben ein Riesenpotenzial nach wie vor, in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Der Jobturbo richtet sich nicht nur an die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern auch an Menschen aus anderen Herkunftsländern, die einen ähnlichen Rechtsstatus haben. Und ein Signal ist auch wichtig, wer hier in Arbeit kommt, hat die Chance, auch dauerhaft über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen wichtigen Titel zu bekommen, nämlich einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Und deshalb ist das eine Win-Win-Situation für die deutsche Wirtschaft, für Unternehmen, aber auch für die Geflüchteten, sie jetzt in Arbeit zu bringen. Sei daran erinnert, dass diese Menschen nicht der Arbeit wegen nach Deutschland gekommen sind, sondern vor Krieg, vor Not geflohen sind, bei den ukrainischen Geflüchteten vor Putins Angriffskrieg. Aber es ist eine Frage der Vernunft, die Menschen nicht zu Langzeitarbeitslosen zu machen, sondern ihnen eine Chance zu geben, durch Arbeit auch ihr Einkommen zu bestreiten und möglichst auch einen Beitrag zu unserem Land zu leisten. Also deshalb noch einen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wir haben heute ein Beispiel kennengelernt, einer Frau, die stellvertretend für viele tausend Beispiele in Deutschland steht. Valentina ist
als Friseurin aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, ist vor Putins Angriffskrieg geflohen, hat einen tollen Arbeitgeber gefunden, und dass die beiden sich getroffen haben, hat damit zu tun, dass die Jobcenter sie zusammengebracht haben auf einer Jobmesse. Und davon soll es mehr geben, noch in den nächsten Wochen und Monaten, damit der Jobtoro für Deutschland und für die Menschen und für die Wirtschaft auch zum Erfolg wird. Jetzt würde ich gerne an meine Kollegin Kiesel-Thiem übergeben. Danke.